haben, das Opium, das sich in ihrem Besitz befindet, auszuliefern. Oder sie haben, wie Piraten, die höchste Strafe des Gesetzes zu erwarten. Ich unterwerfe mich keinem Menschen. Das wird mein Tod sein. Du sollst es sehen, das Geschenk des Schicksals an den Taipan. Ich gehe nach London und werde alles daran setzen, das Parlament zu überzeugen, dass die Krone es nicht stillschweigend hinnehmen darf, wenn ihre Handelsherren von einem rückständigen Despoten des Landes verwiesen werden. Wir gründen eine Kolonie der Krone. Hier auf Hongkong. Dein Taipan ist bald am Ende. Und dann rechne ich mit dir ab. Ich würde mich selbst mit dem Teufel verbünden, um dich zu erledigen. Und das werde ich. Du wirst dich nie von mir trennen, weil ich dich immer wieder erfreue. Ja, sieh doch nur, Franzosen, Amerikaner, Deutsche, Russen. Also alle dürfen nicht nach China, aber hier haben sie einen freien Handelsplatz. Wenn das kein Grund ist zum Feiern. Sie hielten mich alle für wahnsinnig. Selbst ich hatte Bedenken. Es war alles vorgestellt. Ich musste meinen Weg gehen und werde ihn weitergehen, wohin er mich auch führen mag. Alles hat seinen Preis.